Auf unserem blauen Planeten gibt es eine ganz besondere Inselgruppe. 10 Inseln, die unterschiedlicher nicht sein können und trotzdem eine Einheit bilden. Cabo Verde. 460 Kilometer vor der Westküste Afrikas verteilen sich 450.000 Einwohner auf den kapverdischen Inseln. Doch geschätzte 700.000 Kapverdianer leben im Ausland. Und einige wenige von ihnen leben in Deutschland. That's me. Even in younger years, I already knew how to play the gallery. That's my mom. She's Cape Verdean. That is my dad. He helps me in searching for a photo. He's from Hamburg. That is my half-brother. He was born on the Cape Verdean Islands, but hasn't been there for 30 years. As a half-Cape Verdean in Germany, I had never any Cape Verdean contacts, despite my relatives in Portugal. And myself, I never been to the islands. So I do not know what it means to be a Cape Verdean. I recall a photo of a Cape Verdean who I know from my childhood, and that's what I'm looking for. Kijk maar hier! Ik glaube, ich habe gefunden! Das ist nicht Emmanuel. Das ist Onkel John. So shit aber, man in a turn. Das kann ich auch nicht an. I searched vainly a photo of Emmanuel Bettencourt, with which I wanted to start the film. But in the internet, you can discover as well. Emmanuel Bettencourt is Cape Verdean and martial artist. He has won the world championship in different disciplines. His face decorates covers from several martial arts magazines. And in the 80s, he slept over at my place. I was about 8 years old. I visit him in Hamburg, where he owns a martial arts school. I want to get to know him better and experience how Cape Verdean he is. So in den 70er Jahren, also Ende 70er Jahre, da bin ich auch mit der Schule fertig geworden. Ich war eigentlich Ballsportler, Schwerpunkt Handball und Volleyball. Und eines Tages kam ich von der Schule, da habe ich ganz groß gelesen in so einem Hinterhof, American Karate Kung Fu School. Da habe ich gesagt, boah, das hört sich ja gut an. Dann bin ich da runtergegangen und habe gesagt, das ist das. Das werde ich ausprobieren. Ich bin in 5 verschiedenen Verbänden Weltmeister geworden. Weil mir ging es darum, dass ich überall kämpfen konnte. Und mein Vorteil war natürlich dadurch, dass früher die Strukturen sehr enger waren. Das heißt, es gab bestimmte Verbände und wenn man in einem Verband ist, dann darf man nicht bei den anderen Verband mitkämpfen und dann wird man da gesperrt. Aber ich habe sehr früh angefangen, Cape Verde zu vertreten. Und dadurch, Cape Verde ist ja ziemlich unbekannt, konnte ich dann halt sagen, wir sind in verschiedenen Verbände vertreten. Und so habe ich die Freiheit gehabt, dass ich gesagt habe, ich vertrete nicht Deutschland, ich vertrete Cape Verde. Und so hatte ich die Möglichkeit, dann halt überall reinzugehen und mit den Top-Leuten der verschiedenen Verbände zu kämpfen. Is that the secret of his success? Just because he is Cape Verdean? There is a community of Cape Verdeans in Hamburg. And I experienced that one evening at a Cape Verdean cafe. The Cape Verdean football team
Beats at the Cabo Lounge. Ich liebe diesen Verein. Aber ich bin nicht bereit, für eure Undiszipliniertheit einzustehen. Und da hast du nicht das Recht, in der Halbzeit zu mir zu sagen, wie wir einzeln unglücklich hinten liegen und bekloppten Elber, wo vorher ein Foul hervorgeht und wir sowieso schon nervös sind, mir zu sagen, wenn ich in 20 Minuten nicht reinkomme, dann ziehe ich mich um. It seems that Cape Verdeans are undisciplined. In Germany, I never encountered so many Cape Verdeans at the same spot. Hast du also auch viele Verwandten auch im Ausland, ja, in Holland? Ja. Und ja, ja, also überall, wo ich hingehe, da habe ich Verwandte. Ja, das ist super. Das ist praktisch, natürlich praktisch, ja. Hier ist natürlich ein bisschen stressiger, das Leben ist ein bisschen stressig. Und da ist ein bisschen lockerer und auch wenn du irgendwas erledigen willst und so, ne, hier ist ein bisschen anders. Ne? Hier ist alles ein bisschen schneller und es geht auch schon in Cap Verde, ist langsamer. Und wenn man nicht dran gewöhnt ist, dann hat man wirklich ein bisschen Probleme damit. Ich sehe das als Lebensqualität. Man hier sich eher so entwickelt wie ein Roboter, man muss das. Das ist, da kann man ein bisschen mit dem Leben mitgehen. Das ist alles ein bisschen gemütlich. Es ist eigentlich gesünder. Klar, wenn ich hier lebe, dann passe ich mich an und mache vielleicht auch Sachen, wie typisch dort sind, weil ich hier lebe und mich auch angepasst habe. Aber wenn ich auf Cap Verde bin, ich habe keine Schwierigkeiten, mich sofort umzustellen, dass ich weiß, ich bin ein hundertprozentiger Cap Verdianer, der dort lebt. 100% Cape Verdean. How can I identify myself? Half German? Half Cape Verdean? Where do I belong to? I don't feel like a German. I don't even look like a German. And how it feels to be Cape Verdean? I don't know. I believe half-breed dogs do not worry about their affiliation. I ask myself, is there anybody else who is like me? I found someone on the internet who seems to be similar to me. Half German, half Cape Verdean. It would be interesting to find out what we have in common. I am visiting Lorena in Maastricht, Netherlands. Einmal hat mich halt jemand gefragt, woher kommst du denn? Dann meinte ich, ja, ich bin halb Deutsch und halb Cape Verdianerin. Und dann, das war so ein bisschen so ein Priester. Und dann hat er mich immer weiter angeschrieben, dass ich das niemals sagen dürfte. Du bist kein halb, du bist auch kein halber Mensch. Und seitdem versuche ich immer zu sagen, ich bin volle Cape Verdianerin und volle Deutsche. Hattest du mal ein Problem gehabt, dich irgendwo zugehörig zu fühlen? Zum Beispiel, wenn du jetzt nur unter Spanien oder nur unter Deutschen warst oder sonst was, hast du gedacht, ich gehöre nicht so ganz dahin, okay, ich kenne die alle. Ja, ist eigentlich immer, also es ist voll oft so, dass ich in so einer deutschen Gruppe bin. Also man denkt da ja nicht immer aktiv drüber nach, aber voll oft denkt man so, mein Gott, das ist jetzt so deutsch und ich passe überhaupt nicht rein und wieso kann ich einfach jetzt hier so eine deutsche Gruppe sein? Und dann bin ich bei, und dann, keine Ahnung, ist irgendwie eine Party und dann tanzt du und dann denken alle, bö, die kann tanzen. Und dann bist du auf einer afrikanischen Party, dann kommst du dir so weiß und deutsch vor und denkst so, ey, ich lasse jetzt mal hier meine Tanzskills. It's the first time that I meet a person who is just as me, half German and half Cape Verdean. We actually had something in common and we got along very well. What does it mean to be Cape Verdean? Being a good dancer? To not stress oneself out? These characteristics partly apply to me as well. It recurs to me that I know a Cape Verdean girl from a German television. In Berlin, I am visiting a former host of a TV show. Zwei Drittel aller Cape Verdianer leben außerhalb der kapverdischen Inseln und davon sind bestimmt 80% nicht selbst auf den Kapverden geboren. Trotzdem nennen die sich, auch wenn sie komplett andere Staatsbürgerschaften haben, stolz Cape Verdianer. Es kann keine Nationalität sein. Klar, klar. Es ist definitiv ein Gefühl, Cape Verdianer zu sein. Es ist schwer, den Cape Verdianer an sich zu beschreiben. Ich meine, wenn man bedenkt, dass ein Drittel aller Cape Verdianer selbst auf den Kapverden leben und dann der Rest irgendwo anders. Aber sie schaffen es immer wieder und das ist eine kapverdianische
Fähigkeit, auf jeden Fall. Die können Kapverdianer riechen. Wenn ich jetzt jemanden auf der Straße sehe, dann, ich weiß es nicht, ich sehe, also nicht nur ich, sondern die meisten, die sehen jemanden so und denken sofort, das ist ein Kapverdianer. Meistens ist das so. Ich glaube, dass Kapverdianer einfach so Leute sind, die sich gut integrieren. Jedes Mal, wenn du gefragt hast, wo kommst du her, du bist bestimmt Südamerikanerin, Spanierin, Russin, Philippinerin. Es ist definitiv ein Pluspunkt, Kapverdianer zu sein, denn egal, wo man hinkommt, man wird immer für ansässig genommen. Auf jedem Platz dieser Welt bist du irgendwie vertreten mit deinem Aussehen, weil du gemixt bist. Ne? Also, wenn ich nach Marokko gehe und da ein paar Brocken Französisch hinknalle, dann denken die alle, okay, das ist eine verzogene, marokkanischstämmige französische Göre, die jetzt, ne? So. Man sucht dann so sich seine eigene Identität, aber irgendwann erfährt man einfach, du hast halt viele Identitäten und du kannst überall zu Hause sein. In Miami sprechen die mit mir Spanisch. Ich so, yo no hablo español. Nur ich glaube einfach, dass es für Leute, die eine Nationalität haben, die haben das sozusagen schon offiziell bestätigt, wo die hingehören. Ja. Die und machen sich noch nicht mal so solche Gedanken. Genau, die können das ganz einfach sagen. Ist auch klar, du bist deutsch. Aber wir können das einfach nicht klar bestimmen. Aber es ist eigentlich auch schön. Das ist ganz schön eigentlich. Also so muss man sich nie rechtfertigen und man muss auch nie so richtig Angst haben, dass man nicht für voll genommen wird, sondern man kann sich einfach überall integrieren. Also ich glaube, es gibt ja auch Studien darüber, dass so wie die Kapverdianer an sich wird die Welt später aussehen. Ja? Also wir werden uns alle vermischen. Die positive Aussicht für die Zukunft, weil wir so viel so gemischt sind und so viel kennen und wir wissen, dass Dinge anders sind und dass die, wenn wir das nicht kennen würden, dass Dinge anders sind, dass wir das als fremd und falsch ansehen würden. Also so wächst der Mensch und ich glaube, das ist halt auch der Geist, in den es bei uns in Zukunft geht. Und deshalb glaube ich auch, dass die Welt doch näher zusammenwachsen wird, kann. Weil man nicht mehr diese Grenzen sieht, sondern das, was zusammenkommt und zusammenkommen kann. Sozusagen, dass wir ein Beispiel dafür sind. Ja, wir sind die Botschafter. Ich glaube, Kapverdianer sind so Botschafter, Geborene. The Cape Verdean nation arose out of Europeans and Africans. But do they feel now more African or more European? I think I have to see it for myself. I have never been to the Cape Verde Islands. It is time. That is my Uncle Jaza. Finally, I did it. I am in Cabo Verde. I took a flight from Frankfurt to Sal and took off again to São Vicente, where my uncle lives. I get to know my family, which I partly meet the first time. This is my cousin, with his daughter. That's his wife. My uncle shows me his house. The second floor is still under construction. We go for a walk. And it seems that everybody knows everybody here. The old man remembers my brother.
who hasn't been here for 30 years. Mas pensei que um peixeira não comprou 100 cavalos, não tá a fazer um bom melodia. Pensei que um peixeira não comprou 100 cavalos, não tá a fazer um bom melodia. Oh, piedade, que tem piedade, oh, piedade, tem piedade, oh, piedade, que tem piedade, oh, piedade, tem piedade. I visit a painter who already had international exhibitions and actually speaks German. Ich selber, ich fühle mich als Kapverdianer und ursprünglich Afrikaner und Europäer. Wir sind Afrikaner, aber hauptsächlich wir sind Kapverdianer. Wenn du als halb Deutscher, halb Kapverdianer, ich sag zu meinem Sohn auch, dass die sind in der Schweiz geboren, die leben in der Schweiz. Ich sag immer, ihr seid froh, ihr müsst keine Identitätskultur haben. Seid ihr froh, ihr habt zwei Kulturen. Und ihr müsst von diesen beiden Kulturen etwas profitieren. Party, I experienced the light-hearted attitude of the Cape Verdeans. Frolic dancing, without fear of contact, and sexual indication. This young lady here is 27 years old and still virgin, which is extremely rare in Cape Verde. And he has got 37 siblings, which he does not know. Você, por exemplo, tem filhos com uma senhora, com uma jovem, mas ela vive em casa dos pais e você vive em sua casa. Você pode assumir a paternidade do filho, dá aquela amizade, e você pode até ter filho com outra pessoa. Tem filho com Maria e tem filho com Antônia. Depois tem filho com a Dulce. Talvez pode ter três mulheres que têm filhos diferentes, né? Mas agora a tendência é diminuir, porque com a vida está mais difícil, não é?
and I was prompted to dance as well. With the ferry, I traveled with my uncle to the neighboring island, Santo Antão. Barf bags are given out. Can you notice? I burned my head. Tu vais sentir as condolências, pedindo a Deus que tenha piedade da sua alma e que a terra lhe seja leve. A Rádio de Santo Antão apresenta as mais sentidas condolências à família enlutada. Ao tomar conhecimento do desaparecimento físico do amigo e colega Bem-vindo Rocha, my uncle leads me to Radio Santo Antão. And there I had an idea. As condolências à família enlutada. É uma pergunta deixada aqui por um jovem que é filho de cabo-verdiano e que reside em Alemanha. Seu nome é Alex, ele está aqui na Rádio de Santo Antão, é filho de mãe cabo-verdiana e também pai alemão. Ele deixou a seguinte pergunta: por que gostam de Cabo Verde? Ok, In Santo Antão, they produce grog. It's a hard liquor out of sugarcane juice and at the same time the national beverage. In a little village, we meet this old man with blue eyes. A vida santo-antonense é uma vida muito viável. Para pessoas, quer dizer, pessoas educadas.
geliefert. And a Cape Verdean with blonde hair. Kapverden selbst ist auch so ein Mischmasch. Since the beginning, we always have this word between us, mix. Ich sehe aus fast wie ein Indianer. Als Kapverdianer, ich sage, okay, ich bin eine Mischung zwischen Afrika, Europa und weiß ich noch wo. Okay. Ist alles möglich. Ich bin im Grunde genommen, ich bin ein Mensch von diesem Planet. As everything is mixed, we had a different result. We are singular, that's it. Diese Singularität ist, was Kapverden reich macht. Ave Maria. Ave Maria. TACV, the national airline. But my journey proceeds with this airplane. I say goodbye to my uncle and I go traveling alone to Santiago. I visit Ciudad Velha, the first city which has been colonized. I got a cap now. I stay a few days at the capital of Cape Verde, called Praia. People here appear differently as in São Vicente or Santo Antão. It is more urban. Out of my hotel room, I could have a view on that urban life in Praia. People here do not care enough about their environment. There is much waste around. I arranged to meet Freddy, a tourist guide. He can tell me more about Cape Verdeans from Santiago. When anyone talk about Cape Verde, the first word that comes up in our mind is Morabeza. I would define Morabeza as hospitality and love and friendship that Cape Verdean people have. And it's singular. No other people have this Morabeza we have. Racism here in Cape Verde doesn't have much space to live, I would say. In Cape Verde, wir können nicht sagen, du bist ein scheiß Neger, ist Entschuldigung. Yeah. Weil, ja, deine Mutter ist schwarz, obwohl dein Vater ist weiß, weißt du. There's a differentiation between the Santiago people and the other islands people, and that's most because of the dialect we speak. Zum Beispiel im Süden Santiago gibt's noch die Leute sind viel dunkel. Badiush, the local people from Santiago Island have more dark colored skin. People think Sampajuru have not much courage as Badiou. Sampajuru and Badiou are different. Badiou are rough and Sampajuru are soft. And that's the thought. That's the only one difference we have here in Cape Verde. Sampajuru and Badiou. A Badiou child. I consider myself as a different type of Badiou. Almost in the middle of Badiou and Sampajuru, but a final answer it would be I am a modern Badiou.
I offered Freddy to do a commercial for him. Hi guys, I'm Alexon Cardoso. Friends know me as Freddy. I'm Cape Verdean and I'm a tourist guide during my holidays and my spare times. And if you want to know more about Cape Verde, Cape Verdean culture, Cape Verdean people, Cape Verdean attractions, endemic birds, endemic plants, and a little bit of our story and our importance during the past for the slavic traffic, just call me or just contact me by email, alexoncardoso@hotmail.com, or call me 989-5914. Very good. I am already on my return trip and stay a while at Sal before I fly back home. The city, Santa Maria, has already been made available for tourists. There are many hotels, and more are in construction. These boys try to get the meat out of the clams. Yes, man. In Sal, you might believe you are on planet Mars. With Silvio, a driver, I visit some interesting sites in Sal, like the salt evaporation pond. So salty. My last moments in Cabo Verde. I spent now 2 weeks in here, and I realized that I feel much more Cape Verdean. In fact, I could catch things I can identify with. This outgoing manner, this untroubled lust of life, full of emotion, so musical, so expressive, and this melancholy, which also spreads inside of me. My longing for my newly discovered homeland. Just follow our feelings. I feel that I belong here. Ich lerne da einfach immer total viel über mich, über meine Verwandten, über das Land, die Leute. I have experienced now more about myself and about the Cape Verdeanity inside me, the Cape Verdean character. I lived and expressed it all the time without knowing it. I've got Cabo Verde inside. Espera pra mim Levanta a cabeça, bobai
levanta a cabeça, bubai. Levanta a cabeça, bubai. Levanta a cabeça e vou enfrentar tudo que vou encontrar. E vou enfrentar tudo que vou encontrar. Salta tudo barreira, vou tchau pra trás. E olhas de etzol, tá brilha pra boa.